Guten Abend, liebe Schweizerinnen und Schweizer. In unseren Statuten wird von allen Mitgliedern erwartet, dass wir Selbstkritik üben. Und dies werde ich hier nun öffentlich tun, da ich für meine Worte auch Verantwortung übernehme. In unserem Indonesien-Video, bei dem es um Westpapuanen ging, sagte ich am Ende etwas, wovon ich mich nun distanzieren möchte. Das Einzige, was Indonesien von der Schweiz und von dem Rest der Welt verdient hat, sind Sanktionen. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau, das mit den Sanktionen. Und zuerst einmal zum Video, um das Ganze in den Kontext zu bringen. Guy Parmalat sagte, dass es in diesem Abkommen keine Verlierer mehr oder weniger gibt. Dass es eine Win-Win-Situation sowohl für Indonesien wie auch für die Schweiz ist. Und mit diesem obigen Video wollten wir widerlegen, was er hier gesagt hat. Und aus diesem Grund wird dieses Video selbst nicht entfernt, weil die Verlierer hier sind offensichtlich die Westpapuanen, die kolonialisiert wurden. Und auch als Partei sind wir nicht perfekt und haben aus diesem Grund eine Strategieänderung gemacht. Nämlich, dass wir gar keine Sanktionen unterstützen. Sanktionen haben, wie wir wissen, nichts in der Welt besser gemacht. Sie haben nur Leid in die Welt gebracht. Und ich meine, sie schreiben anderen Ländern etwas vor. Und wie Sie wissen, sind wir für die Selbstbestimmung aller Nationen. Womit wir gegen unseren eigenen Grundsatz verstoßen. Und wir wollen eine konsequente Neutralität, sowohl in der Wirtschaft wie auch bei Interventionen. Mit der Wirtschaft ist gemeint, dass wir keine einzige Sanktion oder Blockade mitmachen. Wir verbauen uns nur Beziehungen zu anderen Ländern. Und ich meine, die Amerikaner scheinen ja doch nicht immer recht zu haben. Wir gehören weder zur NATO noch zur EU. Wir wollen mit jedem Land Handel betreiben. Und nun, was bedeutet Neutralität bei Interventionen? Wir sind gegen jegliche Kriege und gegen jegliche Interventionen, da es nicht nur gegen unsere Doktrine der Neutralität geht, sondern auch gegen das UNO-Gewaltverbot, worüber wir schon in sehr vielen Videos gesprochen haben. Und ich meine, die Neutralität, die gibt es schon seit mehr als 200 Jahren. Und die Neutralität hat uns von vielen Kriegen bewahrt. Heißt das, man kann noch andere Länder kritisieren? Ich meine, unsere letzten YouTube-Videos sind über die Interventionen und Verbrechen der USA. Und das ist unter anderem auch darum, weil die Schweiz sehr stark, sowohl in den Medien, wie aber auch nur schon, wie wir uns anziehen, also auch Mode, alles Mögliche, werden wir von den USA beeinflusst. Und darum kritisieren wir vor allem die USA. Und eben, weil sie herumgehen und überall Menschenrechte schreien, Menschenrechte hier, Menschenrechte, wir müssen eine Intervention in Irak machen, Menschenrechten in Libyen, wir müssen eine Intervention in Libyen machen. Und danach ging es diesen Leuten ja viel besser, oder? Ja. Und ich meine, unsere Regierung nach dem Kalten Krieg gaben sie zu, dass sie auf der Seite der NATO gewesen wären. Die Begründung dazu war, Zitat, man kann bei Neutralität nicht dogmatisch sein. Und dazu kann ich nur sagen, unsere Neutralität ist nicht dogmatisch, sondern sie ist konsequent. Vielen Dank fürs Zuhören, hinterlasst ein Like, Kommentar und abonniert uns.